Hallo, der Oliver Unger hier von der Artpension Ausfahrt Freihalten. Ja, in dem Video zeige ich euch unser kleines Doppelzimmer, die sogenannte Biker Lounge. Warum heißt das Zimmer Biker Lounge? Weil wir auch ganz gerne hier Biker begrüßen. Natürlich auch andere Gäste, die nicht biken. Man muss aber dazu sagen, dass Nordfriesland und Husum sehr viel von Bikern ja, sozusagen besucht wird, durchfahren wird. Und wir gesagt haben, komm, wir machen das vom Preis-Leistungs-Verhältnis her so, dass man das mal eben hier schnell als Zwischenstopp für sich nutzen kann. Trotzdem wollen wir natürlich eine sehr gute Qualität anbieten, auch den Gästen ein ausgefallenes Ambiente anbieten. Und von daher, glaube ich, haben wir eine ganz gute Mischung erzeugt. Ja, im Hintergrund seht ihr die Nemos. Zusammen mit der orangenen Wand, passend dazu. Das war, als wir das Haus gekauft haben, der so ziemlich ätzendste und langweiligste Teil des Hauses. Und da haben wir gesagt, komm, der muss energetisch aufgepeppt werden. Da muss auf jeden Fall ganz viel Leben rein. Und dann ist das hier so gewachsen, sozusagen. Ja, wenn ihr die Artpension besucht, dann kommt ihr hier jetzt erstmal dran vorbei. Und hier gibt es ein kleines Spieleregal, ein paar Postkarten zum Verkauf, selbstgemalte Aquarelle, ein paar DVDs, ein paar Bücher, auch in Schwedisch und Spanisch. Ja, und dann geht es zunächst durch die Kunstküche. Über die Kunstküche werden wir ein kleines Extra-Video machen. Dies ist jetzt nur so zum Überblick, dass ihr seht, Gasherd, Kühlschrank. Der Rechner ist meiner, gehört nicht dazu. Aber alles da, genügend Sitzplätze, locker für 4 Personen. Aber da wir ja bis zu 5 Leute aufnehmen, wir haben noch 2 Stühle, also da können auch sogar 6 Leute am Tisch sitzen. Wir haben sogar einen Geschirrspüler. Ja, die Kunstküche wird sich noch sehr entwickeln. Wir haben hier darauf geachtet, dass wir die vorhandenen Installationen, zum Beispiel den alten Fußboden oder auch diese grünen Fliesen, miteinander kombinieren und wollten einen Stil erzeugen, der so auch so ein bisschen industrial aussieht, um hier diese Heizungsanlage gut zu integrieren. Und ja, hier oben haben wir noch ein Rohr, das wird unsere nächste Herausforderung. Also hier wird noch ein bisschen gewerkelt, aber ist alles schon nutzbar. Und wenn man jetzt so ein bisschen weiter durchgeht, gibt es hier immer das Gemeinschaftsbad mit unserer schönen Shabby-Tür. Die ist selbst gemacht, aus einer USB-Platte, die Elemente aufgeklebt. Eine gute Regendusche, das macht sehr viel Spaß, darunter zu duschen. Ja. Und dann kommen wir in die Biker Lounge. Ja, wie man sieht, ein süßes kleines Zimmer für 2. Und ein ruhiger Ausblick in unseren Innenhof. Jalousien sind verschließbar, das kann ich auch mal eben vorführen. Und das ergibt auch Sinn. So, dann hat man da nämlich wirklich seine Intimität, seine Ruhe. Und wieder hoch. Ja, ein gemütlicher Zweisitzer. Mit Decke, paar Garderobenhaken, was man so braucht. Hier haben wir die alte Tapete, die vorher an der Wand klebte oder auch immer noch klebt, in Rahmen gefasst und drumherum gestrichen. Eine sehr schöne Idee von einem Freund von mir, auch um alt und neu zu kombinieren. Und hier haben wir einen alten Schrank, der einen neuen Bezug bekommen wird. Also da werde ich ein bisschen patchworken und nach werden die Türen alle so in der Art aussehen. Ja, ein rundum süßes, gemütliches Zimmer zum Wohlfühlen. Und hier hat man auch auf jeden Fall seine Ruhe. Also sehr, sehr schön. Ja, ich hoffe, dieser kleine Einblick hat dir gefallen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, dich persönlich in unserer Artpension Ausfahrt Freihalten begrüßen zu dürfen.